Liebe Zuschauer, die Ferienzeit steht für manche vor der Tür, andere sind bereits mittendrin. Das ist die Zeit, in der wir die Seele baumeln lassen und vielleicht einfach auch mal nichts tun. Aber wenn wir zurückkommen, dann wollen wir beim Blick ins Depot natürlich keine negativen Überraschungen erleben. Also, wir wollen das Depot urlaubsfest machen und wie das gelingt, das verrät uns Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott, der mal wieder bei uns ist. Ja, wenn ich mir den Handel aktuell anschaue, da verläuft das alles in relativ ruhigen Bahnen. Rechnen Sie im Sommer auch mit so einer gemütlichen Seitwärtsbewegung? Ja, also Ihr Depot machen Sie natürlich urlaubsfest, indem Sie einfach gar nicht in Urlaub gehen. Und ansonsten ist in der Urlaubszeit natürlich schon so, dass weltweit das Handelsvolumen geringer ist und dadurch die Schwankungen auch geringer sind. Dass die Regeln gibt es, weil es Ausnahmen gibt. Und die Ausnahme war zum Beispiel im Herbst 2015, als die Chinesen kopflos ihre Währung abgewertet haben und es zu tiefen Rückschlägen kam in den Depots der Anleger. DAX ist zeitweise unter 10.000 Punkte getaucht. Es kann natürlich bei den Gewitterwolken, die wir haben in der Atmosphäre, schon sein, dass es auch diesen Sommer zu kräftigen Schwankungen kommt. Und wo sehen Sie solche Gewitterwolken? Was könnten Themen sein, die Anleger unbedingt im Blick haben sollten? Also die Gewitter, die ja vorhergesagt sind und deren Wahrscheinlichkeit ja auch in den Preisen mitbestimmt ist, ist sicherlich der Handelsstreit mit China und den USA. Wobei hier ist jede Lösung ein Tag vor dem nächsten Streit zwischen China und USA. Das sind zwei Weltmächte, die um die Vorherrschaft kämpfen und das wird nicht mit einer Vereinbarung getan sein. Wir haben den anstehenden Handelskrieg zwischen Europa und USA. Trump hat es als nächstes Ziel erklärt. Wir haben eine mögliche militärische Auseinandersetzung zwischen Iran und wem auch immer, wobei ich die für lokal begrenzt halte. Wir haben aber ein großes Thema und das sind die Zinsen. Die Märkte haben im Moment weiter sinkende Zinsen eingepreist und sollte das nicht erfolgen oder die Zinsen sogar steigen, dann könnte es sein, dass hier ein schwarzer Schwan aus dem Ei schlüpft. Das wünscht sich natürlich keiner. Mit Blick auf das aktuelle Depot macht es allerdings viel Freude. Der DAX hat seit Jahresanfang 15% zugelegt, sogar noch einen Schnaps obendrauf. Wie können Anleger jetzt diese Kursgewinne absichern, falls doch so ein schwarzer Schwan vorbeischwimmt oder eine andere Gewitterwolke loslegt? Also da gibt es die Plain-Vanilla-Lösung, ganz altmodisch, die Position einfach verkaufen und auf die Seite legen. Eine zweite Möglichkeit ist, man kauft sich einen Put. Gut, dann zahle ich ein bisschen was für die Option, logischerweise. Und die dritte Möglichkeit ist, zu überlegen, ob ich überhaupt verkaufen möchte. Viele Unternehmen im DAX sind unseres Erachtens nicht unbedingt teuer notiert. Also hier ist die Frage, ob man nicht langfristig sagt, ich sitze hier mögliche Schwankungen aus und setze weiter auf die Leistungsfähigkeit der globalen deutschen Unternehmen. Andererseits muss man sagen, wenn die Kurse nachgeben, kann das auch eine Kaufgelegenheit sein. Also im Gegenzug vielleicht auch mit einem Stop-Buy arbeiten, sprich dann einsteigen, wenn der Markt wieder günstiger wird? Aber natürlich, wichtig ist, dass Sie einen Plan haben, so wie wir. Wir haben eine Kaufliste, eine Analyse, in welche Unternehmen wir mittellangfristig investiert sein wollen und an diese Unternehmen pirschen wir uns heran. Wir warten, bis es eine Marktschwäche gibt, wir warten, bis mal ein paar schlechte Nachrichten kommen, jetzt bei BASF, und kaufen dann. Jetzt, wie sieht Ihr Depot aktuell aus? Sie werden sich auch auf die Sommermonate vorbereiten, haben eine Strategie. Wie sieht es da aktuell aus mit Aktienquote, Anleihenquote? Wie sind Sie aufgestellt? Also wir haben die Rückschläge im November und Dezember 2018 für übertrieben gehalten und sind dementsprechend mit einer sehr hohen Aktienquote ins neue Jahr gegangen, die wir auch bis heute durchgehalten haben. Dementsprechend erfreulich sieht es in unseren Depots auch aus. Was wir jetzt machen, ist, dass wir bei einzelnen Werten, bei einzelnen Märkten, wo wir sagen, da kommt es jetzt ein bisschen in die Übertreibungsphase, dass wir diese Werte etwas zurücksetzen in der Gewichtung. Und das Zweite, was wir im Sommer regelmäßig tun, wir nennen es Rebalancen. Das heißt, wir tun die erhöhte Aktienquote jetzt auf die normale Aktienquote zugunsten der Anleihen zurückfahren. Also auf dem aktuellen Niveau wird bei Ihnen der ein oder andere Gewinn eingesammelt, aber für den Gesamtmarkt sind Sie eigentlich weiterhin optimistisch. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick in die Depots von Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott, der uns zudem verraten hat, wie Sie Ihr Depot dann wirklich auch urlaubsfest machen können, damit Sie ein paar ruhige Tage genießen und nicht alle paar Minuten ins Depot schauen müssen. Ich sage wie immer, vielen Dank, schön, dass Sie mal wieder bei uns waren.